Es hört sich alles so an, als wollte er ins Wasser raus, um da vielleicht irgendwie zu ertrinken. Ich habe keine Ahnung. Ihr wolltet wieder True Crime. Hier ist wieder True Crime. Und die heutige Episode von dem Kanal Insolito heißt Der Mann, der nie existierte. Aufnahmen geben Rätsel auf. Der Fall Peter Bergmann. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet, aber der Titel ist schon geil. Lassen wir uns überraschen. Ich mache ein bisschen lauter, oder? Das kleine Dörfchen Nein. Rosses Point in der Hafenstadt Sligo liegt versteckt in der nordwestlichen Ecke Irlands. Mhm. Die idyllische Landschaft und die Strände wirken geradezu magisch und würden eigentlich Touristen anziehen. Es würde magischer wirken, wenn da nicht dieser Dreckfilter drauf wäre. Warum ist der denn da drauf? Doch dem ist nicht so. Das Dorf ist so unbekannt, dass nur selten Fremde hierher verschlägt. Mhm. Umso mehr werden das Dorf und seine Bewohner am 16. Juni 2009 in Aufruhr versetzt. Gegen 6 Uhr morgens sind Arthur Kinsella und sein Sohn Brian am Strand unterwegs. Brian trainiert gerade für einen Triathlon und der Strand bietet sich dafür bestens an. Mhm. Doch Arthur und ihm fällt etwas ganz anderes ins Auge. Ein Mann in Badehose liegt bewegungslos mit dem Gesicht nach unten am Strand. Das bin ich in meinem nächsten Urlaub. Aber sowas von. Ich werde einfach 3 Wochen lang genau so einfach nur da rumliegen. Als die beiden sich ihm nähern, merken sie schnell, dass er tot ist. Nicht so. Das vielleicht nicht. Es wirkt so, als sei er ertrunken und an den Strand gespült worden. Auch die Polizei geht zunächst von einem Badeunfall aus. Doch als sie versuchen herauszufinden, wer der Mann ist, merken sie nach und nach, dass der Fall anders ist als alle anderen Fälle, die sie bisher hatten. Niemand kennt den Unbekannten oder vermisst jemanden, der auf die Beschreibung von ihm passt. Mhm. Und die Polizei kann einfach nicht herausfinden, wer der Mann ist. Schnell kommt die Theorie auf, dass er seine Identität womöglich absichtlich verschleiern wollte. Manche stellen die Frage, ob er vielleicht ein Spion war. Für andere ist der Fall sogar so mysteriös, dass die einzige Erklärung für sie wäre, dass der Mann ein Zeitreisender war. Klingt realistisch. Aber alles nacheinander. Fangen wir ganz vorne an. Wir sprechen heute über den Fall von Peter Bergmann. Der sieht aus wie mit KI generiert. Also der sieht, oder? Der sieht aus wie eine Polygonfigur von der PlayStation 1. Oder wie aus einem Chillers Art Game. Der sieht gar nicht aus wie ein Mensch. Als hätte man eine Textur drüber gezogen irgendwie. Wahrscheinlich, weil es kein Foto ist. Ein Fall, der mysteriöser nicht sein könnte. Aber ich dachte, der lag einfach. Ich dachte, die haben ihn gefunden am Strand. Warum kein Foto machen? So. Wenn ihr mich auch bei Instagram verfolgt, wisst ihr ja vielleicht, dass ich Brillenträger bin. Fühle. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Vor einem Tag ist ein lebloser Mann am Strand in Rosses Point aufgefunden worden. Die Ermittler sind seitdem intensiv damit beschäftigt, die Identität des Mannes zu klären und seine Angehörigen zu informieren. Mhm. Niemand konnte ahnen, dass das eine sehr knifflige Aufgabe werden würde. Der Verstorbene ist ein älterer Mann. Er ist 1,75 Meter groß, hat blaue Augen, dunkle Augenbrauen und graue Haare. Bei der durchgeführten Obduktion schätzt der Gerichtsmediziner das Alter des Mannes auf 55 bis 60 Jahre. Er sucht fieberhaft nach Anhaltspunkten, die auf die Todesursache oder die Identität des Mannes hindeuten könnten. Besonders auffällig ist ein Goldzahn im Oberkiefer des Verstorbenen. Zunächst vermuten die Ermittler einen Badeunfall, doch die Bekleidung des Mannes wirft Zweifel auf. Als man ihn auffindet, trägt der Tote eine grüne Speedo-Badehose mit pinken und lila Streifen. Jetzt ist es Gronkh. Grüne Speedo-Badehose mit pinken und lila Streifen? Ganz ehrlich, das ist allein schon Modeverbrechen. Der wird eigentlich eingeknastet. Die hätten die Leiche sofort verhaften sollen. Darüber hat er eine Unterhose und ein blaues Shirt an. Also keine klassische Badekleidung. In der Nähe des Toten findet man auf einem Felsen einen ordentlich gefalteten Stapel Kleidung. Es handelt sich um schwarze Schuhe in Größe 44, die 2002 in Deutschland hergestellt wurden, ein Polunder, blaue Wollsocken, einen schwarzen Ledergürtel sowie eine blaue Hose in Kleidergröße 50 und eine schwarze Lederjacke. Beide von der Marke C&A. Auffällig ist, dass bei allen Kleidungsstücken die Etiketten sorgfältig entfernt wurden.
Der Tod hatte außerdem Taschentücher der Marke Soft und Sicher bei sich, sowie Schmerztabletten, die nur in Deutschland verschrieben werden. Diese Kombination von Indizien legt die Vermutung nahe, dass der Verstorbene Deutscher war. Doch trotz intensiver Untersuchung bleibt der Grund für seinen Tod vorerst ein Rätsel. Mhm. Es gibt keine Anzeichen für Ertrinken, da man kein Wasser in seinen Lungen findet. Die Obduktion zeigt zwar, dass der Mann scheinbar Herzprobleme hatte, doch ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Herzproblemen und seiner Todesursache lässt sich nicht feststellen. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass dem Mann eine Niere fehlt. Doch es deutet alles darauf hin, dass sie ihm bereits vor einigen Jahren entfernt wurde. Okay, wäre meine nächste Frage gewesen. Besonders auffällig ist jedoch, dass der Mann seit geraumer Zeit schwer krank war. Er litt an fortgeschrittenem Prostatakrebs mit Metastasen in den Knochen und der Lunge. Es ist anzunehmen, dass er von seiner Krebserkrankung wusste, da er offensichtlich unter starken Schmerzen gelitten haben muss. Interessanterweise fanden die Ermittler in der Nähe seiner Leiche Schmerzmittel. Doch es lassen sich keine Rückstände von Schmerzmitteln oder anderen Medikamenten in seinem Blut nachweisen. In seinem Zustand hätte er aber eigentlich irgendwelche Medikamente einnehmen müssen. Der Gerichtsmediziner gibt an, dass der Mann nur noch wenige Wochen zu leben gehabt hätte. Doch keine der bei der Obduktion festgestellten Auffälligkeiten erklärt, woran der Mann gestorben ist. Wasserski. Er wollte das letzte Mal Wasserski fahren. Und ist dabei gestorben. Es gibt keine klaren Hinweise auf eine direkte Todesursache, was die Ermittler vorerst zu der Vermutung eines plötzlichen Herzstillstandes führt. Okay. Man geht davon aus, dass der Mann während eines Spaziergangs einen Herzinfarkt erlitten und daran verstorben sein könnte. Dennoch bleibt die Identität des Mannes nach wie vor ein Rätsel, weshalb die Ermittler versuchen, die letzten Tage vor seinem Tod zu rekonstruieren. Genau, es geht ja gar nicht so sehr um die Todesursache, sondern eigentlich darum, laut Video, der Mann, der nie existierte. Ich glaube, darum geht's eher, oder? Was sie dabei entdecken, nährt jedoch berechtigte Zweifel daran, dass der Tod des Mannes ein Zufall gewesen ist. Okay. Kapitel 2. Die Tage zuvor. Der unbekannte Mann scheint am 12. Juni 2009 in Nordirland eingereist zu sein, da er dort zum ersten Mal auf Kameraaufnahmen auftaucht. Allerdings gibt es keine Einreisedokumente und keine Zeugen, die ihn in einem Zug, Flugzeug oder Schiff gesehen haben. Es kann lediglich gemutmaßt werden, dass er aus Deutschland gekommen ist, da viele der gefundenen Gegenstände auf eine deutsche Herkunft hinweisen. Um 16 Uhr sieht man den Mann erstmals auf Kameraaufnahmen am Busbahnhof in Derry. Er trägt eine Sonnenbrille und hat eine schwarze Laptoptasche sowie eine schwarze Reisetasche bei sich. Die Kameras zeigen, wie der Mann in einen Bus steigt, der als Ziel die Küstenstadt Sligo hat. Nach einer zweistündigen Fahrt steigt er um 18.28 Uhr aus und nimmt ein Taxi. Der Taxifahrer berichtet später, dass der Mann einen deutlichen deutschen Akzent hatte. Er bittet den Fahrer, ihn zu einem preisgünstigen Hotel zu bringen. Es ist anzunehmen, dass der Mann sich in Sligo nicht auskannte, da es in der Nähe des Busbahnhofs einige günstige Hotels gibt. Man hätte nicht feststellen können, von wo der gekommen ist. Ne? Man hat irgendwie gar nicht gesehen, wie der einreist. Der ist nur einfach auf den Kameras irgendwo aufgetaucht das erste Mal und das war's. Also es gibt irgendwie kein Video, wie er irgendwo ankam mit Zug oder mit Bus oder sonst irgendwas. Also keiner weiß, wie der da gelandet ist. Man hätte es also da nicht mehr zurückverfolgen können. Das erste Hotel, zu dem der Fahrer ihn bringt, ist bereits ausgebucht. Als nächstes fahren sie zum Sligo City Hotel. Der Mann bucht dort ein Zimmer für 3 Nächte und zahlt die 65 Euro pro Nacht direkt in Bar. Er wurde teleportiert, dann hätte er sich auch direkt zum Sligo City Hotel teleportieren können oder direkt in die Stadt. Warum erstmal dahin, um dann mit dem Taxi dahin zu fahren? Das machte gar keinen Sinn. Also wenn ich mich teleportiere, ich weiß, wie es euch geht, wenn ich mich teleportiere, dann halt schon richtig. Es sei denn, da ist kein Schnellreisepunkt. Und der Schnellreisepunkt ist nur da drüben und er kann nur dahin. Das kann natürlich sein. Auch die Hotelmitarbeiter bemerken seinen starken deutschen Akzent. Er checkt unter dem Namen Peter Bergmann ein und gibt die Adresse Einstettersen 15 in 4472 Wien an. Eine Adresse, die nicht existiert. Leider fällt den Hotelangestellten das nicht auf, da sie keine Ausweisdokumente verlangen. Daher bemerken sie auch nicht, dass der Name des Mannes vermutlich ebenfalls erfunden ist. Ruhestein falsch gesetzt. Hör auf jetzt. Entschuldigung.
Es gibt keine Hinweise auf eine Person namens Peter Bergmann, die legal ins Vereinigte Königreich eingereist ist. Und es wird auch in Deutschland oder Österreich kein Mann mit diesem Namen vermisst. Peter Bergmann begibt sich auf sein Zimmer. Hm. In den folgenden 3 Tagen verlässt er insgesamt 13 Mal das Hotel. Und jedes Mal trägt er eine lila Plastiktüte mit unbekanntem Inhalt bei sich. Er geht bestimmt zur Eisdiele und vergräbt da was in der Kellerwand. Die Überwachungskameras in der Küstenstadt Sligo nehmen ihn jedes Mal auf, wenn er das Hotel verlässt. Mhm. Er ist dabei immer allein unterwegs und telefoniert nie. Trotz der Vielzahl an Kameras gelingt es Peter Bergmann irgendwie, ihn geschickt auszuweichen. Anscheinend ist er zum ersten Mal in Sligo. Trotzdem nutzt er die toten Winkel der Kameras, als wäre er bereits bestens vertraut mit der Gegend. Was sich in der Plastiktüte befindet und was er damit macht, bleibt ein Rätsel. Kann es nicht sein, dass er die Kameras irgendwie aus dem Augenwinkel sieht oder die hat gesehen hat und die deswegen meidet oder so? Es ist lediglich bekannt, dass er jedes Mal ohne die Tüte zum Hotel zurückkehrt. Ja, bisschen geheimdienstmäßig, so, ne? Habe ich auch, das war auch so meine Idee. Es bleibt unklar, ob er 13 identische Tüten besitzt und sie jeweils mit ihrem Inhalt entsorgt oder ob er die Tüte möglicherweise... Hier zum Beispiel, guck mal, wo er hier gerade vorbeischaut, der schaut so ein bisschen nach oben den Kopf, er dreht den Kopf ein bisschen nach oben. Und dann sieht er 100% peripher die Kamera. 100%. Man sieht es in der flüssigen Bewegung, sieht man es sogar besser, wie er ein bisschen nach oben guckt hier. Warte. Oder ob er die Tüte möglicherweise ausleert, zusammenfaltet und in seiner Jackeninnentasche mit zurück ins Hotel nimmt. Auf den möglichen Inhalt der Tüte kommen wir später noch einmal zurück. Am 13. Juni, einem Samstag, verlässt Peter Bergmann das Hotel und begibt sich zur nahegelegenen Postfiliale. Dort kauft er 10 Briefmarken im Wert von jeweils 82 Cent sowie Luftpostaufkleber. Im Jahr 2009 kostet es in Irland 82 Cent, um einen Brief in ein anderes Land zu verschicken. Leider gibt es technische Probleme bei der Sicherung der Überwachungsaufnahmen aus der Postfiliale, sodass die Polizei nicht weiß, ob Peter Bergmann bereits fertig geschriebene Briefe bei sich getragen und direkt in den Briefkasten eingeworfen hat. Zu keinem anderen Zeitpunkt wird er dabei gefilmt, wie er Briefe bei sich trägt oder etwas in einen Briefkasten wirft. Es könnte sein, dass Peter Bergmann die Lila-Plastiktüte genutzt hat, um darin die Briefe unbemerkt zu transportieren. Am nächsten Tag klopft eine Reinigungskraft an Tür 705, welches Peter Bergmanns Zimmer ist. Doch er öffnet nicht und reagiert auch nicht auf Rufe. Besorgt entschließen sich die Mitarbeiter schließlich, die Tür zu öffnen. Als die Tür aufgeht, steht Peter Bergmann überrascht in seinem Zimmer. Es wirkt fast so, als hätte man ihn bei etwas ertappt. Doch es scheint ihm gut zu gehen, weshalb das Hotelpersonal ihn... Er reagiert nicht, als das Personal an die Tür klopft und als sie einfach reinkommen, wirkt es so, als hätten sie mal was ertappt. Gib dem Mann doch ein bisschen Private Space. ...wieder alleine lässt. Zwischen 11 und 11.30 Uhr verlässt Peter Bergmann das Hotel mit einer Stadtkarte in der Hand und sucht sich ein Taxi. Er bittet den Fahrer Jared Higgins, ihn zum Strand Hill in der Nähe des Sligo Base zu bringen, da er gerne schwimmen gehen möchte. Der Fahrer rät ihm davon ab, da der Strand hauptsächlich ein Surfstrand und nicht optimal zum Schwimmen geeignet ist. Peter Bergmann fragt daraufhin den Taxifahrer, ob er einen weniger besuchten Strand kenne, an dem er in Ruhe schwimmen könne. Jared Higgins empfiehlt ihm den Strand bei dem Dörfchen Rosses Point. Peter Bergmann scheint damit einverstanden zu sein und lässt sich zu diesem Strand fahren. Später wird spekuliert, dass er ursprünglich zum Sligo Bay wollte, da dort die Statue Dead Man's Point steht und er dadurch seinen Tod noch mysteriöser machen wollte. Die Statue zeigt eine Frau, die ihre Arme ausstreckt und geht auf einen Seemann zurück, der dort begraben worden sein soll, nachdem er beim Einlaufen seines Schiffes in Sligo Bay verstorben ist. Jared Higgins fällt besonders Peter Bergmanns Akzent und sein Goldzahn auf. Er erinnert sich, dass Peter Bergmann sich gerne unterhalten hat und ihm erzählt hat, dass er Österreicher sei. Am Strand angekommen, steigt Peter Bergmann jedoch nicht aus. Stattdessen schaut er sich 15 Minuten lang den Strand aus dem Auto heraus an und möchte anschließend wieder zurückgefahren werden. Er lässt sich an einer Bushaltestelle absetzen und bezahlt mit einem 20-Euro-Schein. Am nächsten Tag, dem 15. Juni, teilt er der Rezeption mit, dass er einen Late-Checkout gegen 13 Uhr wünscht. Um 13.06 Uhr checkt er schließlich aus und gibt seine Zimmerschlüssel ab. Bei sich trägt er die lila Plastiktüte, seine schwarze Laptoptasche und eine... Es wirkt alles so, wirkt
vielleicht. Ich meine, er weiß, er hat nur eine Woche zu leben. Vielleicht sucht er den richtigen Ort dafür und will, keine Ahnung, und will vielleicht selber entscheiden, wann sein Leben endet, statt sich dem Schicksal hinzugeben. Ich habe keine Ahnung, es gab keine Hinweise drauf, aber es wirkt irgendwie so, als sucht er gerade den besten Spot, wo er, naja, ne, in Ruhe dahin gehen will, scheiden. Eine dunkle Tragetasche. Seine schwarze Reisetasche, die er zu Beginn der Reise bei sich trug, hatte er nicht mehr bei sich. Da er bei seinem Auffinden nur noch sehr wenig Gepäck bei sich getragen hat... Genau, die Postkarten, um sich zu verabschieden, weil ist was anderes als E-Mail. Ich habe nämlich drüber nachgedacht, warum hat er keine E-Mail von da aus geschrieben, aber das würde auch wieder passen. Unter anderem keinerlei Wechselkleidung, ist davon auszugehen, dass er in den Tagen vor seinem Verschwinden seinen ganzen Besitz entsorgt hat. Man vermutet, dass er dafür die lila Plastiktüte verwendet hat und jeden Tag Teile seines Gepäcks darin mitgenommen und irgendwo in den Müll geschmissen hat. Wenn er immer nur ein oder zwei Teile entsorgt hat, würde das auch erklären, warum man die Sachen nicht mehr wiederfinden konnte, obwohl die Polizei viele Tage lang die Gegend und die Mülleimer in Sligo abgesucht hat. Oh krass. Dieses Vorgehen würde dafür sprechen, dass Peter Bergmann seinen mysteriösen Tod genauso geplant hat und seine Identität bestmöglich verschleiern wollte. Nachdem er das Hotel verlassen hat, geht er über die Quay Street und die Wine Street, bis er schließlich am Quayside Shopping Center ankommt. Er betritt das Einkaufszentrum und bleibt für ein paar Minuten an der Tür stehen, bevor er um 13.16 Uhr wieder herausgeht und seinen Weg fortsetzt. Zu diesem Zeitpunkt hat er immer noch seine drei Taschen bei sich. Er geht weiter entlang der Wine Street bis zum Busbahnhof. Am Busbahnhof wird er um 13.38 Uhr dabei gefilmt, wie er ein kleines Café besucht und ein Cappuccino sowie ein Sandwich bestellt. Er setzt sich an einen Tisch zu einem Mann und einer Frau, tauscht jedoch kein Wort mit ihnen aus. Während er sein Sandwich isst, holt er einen Zettel aus seiner Laptoptasche. Er notiert etwas darauf, danach zerreißt und wirft ihn weg. Der Zettel kann später nicht gefunden werden und die Gäste können sich nicht daran erinnern, was Peter Bergmann darauf geschrieben hatte. Die Ermittler mutmaßen, dass er möglicherweise eine Liste geführt hat mit Dingen, die er tun wollte oder an die er denken musste. Im Café könnte er alle Punkte auf der Liste erledigt haben, weshalb er den Zettel wegwarf. Vincent Dunbar, der örtliche Depotinspektor, kehrt gerade von seiner Mittagspause zurück, als Peter Bergmann ihn anspricht und fragt, von wo der Bus abfährt, der nach Rosses Point fährt. Vincent sagt zu der Begegnung später, ich erfuhr später, dass er wohl schwimmen gegangen ist, aber er kam mir nicht wie ein Mann vor, der schwimmen geht, so wie er gekleidet war und was er bei sich trug. Wenn jemand schwimmen ging, wusste man das in der Regel. Die Leute haben ein zusammengerolltes Handtuch dabei und hochgekrempelte Klamotten. Hochgekrempelt, ja gut, das weiß ich nicht genau. Das mit dem Handtuch verstehe ich schon, das könnte auch eine Tüte sein. Die Speedos hat er drunter gehabt. Das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Er sah aus wie ein Mann, der auf Geschäftsreise war. Peter Bergmann bedankt sich nicht für Vincents Hilfe, sondern dreht sich einfach um und geht. Es macht auf ihn den Anschein, als wäre Peter Bergmann in Eile, hätte Schmerzen oder sei einfach nicht er selbst gewesen. Das vielleicht schon eher, ne? Wenn der, ich meine, wenn er wirklich Schmerzen hat von da unten quasi, der wird wahrscheinlich nicht immer hochkonzentriert an der Gegend rumlaufen. Der wird wahrscheinlich sogar arge Probleme bei der Konzentration haben. Um 14.40 Uhr steigt Peter Bergmann schließlich in den Bus, der nach Rosses Point fährt. Es ist ein sonniger Tag, deswegen sind viele Menschen unterwegs, als Peter Bergmann am Strand ankommt. Mit seinem schicken Outfit fällt er so sehr auf, dass sich später 16 Zeugen melden, die ihn gesehen haben. Oh krass. Paula Lahiff, die den Strand an diesem Tag mit ihrem Mann besucht, schildert beispielsweise, wir hatten am oberen Parkplatz geparkt. Da war dieser Mann, der entlang des Ufers lief. Er hatte die Hosen bis zu den Knien hochgekrempelt, trug eine schwarze Jacke und ging irgendwie schwerfällig dahin. Also war doch hochgekrempelt, die Kleidung. Das widerspricht sich jetzt. Ihr Mann Dermot fügt Folgendes hinzu. Er ging sehr bedächtig. Immer einen Fuß, dann den anderen. Mir fiel auf, wie seltsam seine Bewegungen waren. Und es schien mir eine Art Ritual in seinem Gehen von links nach rechts zu sein. Auch das würde passieren mit den Schmerzen in der Leistengegend. Eventuell noch Schmerzmittel, wie man schreibt gerade.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn es bei jedem Schritt wehtut, dann achtest du drauf, so zu gehen, dass es am wenigsten wehtut. Um 23.50 Uhr wird Peter Bergmann zum letzten Mal von einer Zeugin dabei gesehen, wie er barfuß durch das flache Wasser spaziert und eine Plastiktüte bei sich trägt. Das nächste Mal, dass Peter Bergmann gesehen wird, ist, als Arthur Kinsella und sein Sohn 7 Stunden später seine Leiche finden. Damit hat man die letzten Schritte von ihm relativ gut rekonstruiert. Ah, okay. Keine Schmerzmittel im Körper, aber trotzdem, wenn du Schmerzen da unten in der Leistengegend hast, bleibt es trotzdem. Du gehst so, dass es möglichst nicht wehtut. Und das kann sein, dass du dann vielleicht auch einen Buckel krumm machst oder sonst irgendwas, irgendwie, wie es irgendwie geht, dass es nicht wehtut. Trotzdem steht immer noch eine Frage über allen. Wer ist Peter Bergmann? Das ist die Frage. Kapitel 3. Wer ist Peter Bergmann? Die Polizei steht vor einem großen Rätsel, als sie sich tiefergehend mit Peter Bergmann und seinem Tod befasst. Egal wo sie mit ihren Ermittlungen ansetzen, merken sie schnell, dass sie nicht sonderlich weit kommen. Sowohl die deutsche als auch die österreichische Polizei werden in die Ermittlungen mit einbezogen. Da man davon Bergmann schreibt in den Chat, ihr werdet es nie erfahren. Das ist doof, Entschuldigung. Das ist alles gerade so dramatisch und einfach Bergmann im Chat. Ihr werdet es nie erfahren. So. Und ausgeht, dass Peter Bergmann entweder aus Deutschland oder aus Österreich stammt. Die Adresse, die er im Hotel angegeben hat, existiert zwar nicht, doch der Aufbau und die Anzahl der Zahlen stimmen zumindest mit Postleitzahlen in Österreich überein. Mhm. Was darauf hindeutet, dass Peter Bergmann entweder aus Österreich stammt oder sich vorher darüber informiert hat. Trotzdem geht man eher davon aus, dass Peter Bergmann aus Deutschland kommt, da sein Akzent, die Marken seiner Kleidung, die Taschentuchpackung der Marke Soft und Sicher und vor allem die verschreibungspflichtigen Schmerzmittel, die er bei sich getragen hat, darauf hindeuten. Bis heute lässt sich nicht herausfinden, wie Peter Bergmann nach Irland gekommen ist. Es gibt keine Zeugen, die ihn an einem Flughafen oder auf einem Schiff gesehen haben, und man weiß daher auch nicht, von wo aus er angereist ist. Sonderbar ist auch, dass trotz umfangreicher Suchen viele der Dinge, die Peter Bergmann noch während der Busfahrt bei sich getragen hat, nicht mehr zu finden sind. Es fehlt jede Spur von seiner Umhänge sowie seiner Laptoptasche. Auch die lila Plastiktüte findet sich nicht bei den Sachen am Ufer. Beim Verlassen des Hotels trug er zudem noch ein Langarmshirt, das sich nun nicht mehr finden lässt. Auch Peter Bergmanns Brille kann nicht gefunden werden. Obwohl Zeugen berichten, dass er sie wenige Stunden vor seinem Tod noch am Strand getragen hat. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass er seine Sachen ins Meer geschmissen hat, doch zum einen ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass zumindest Teile davon wieder angespült worden wären, und zum anderen stellt sich die Frage, warum er das nicht mit allen Sachen getan hat. Wie schon erwähnt, wurden einige ausgewählte Kleidungsstücke feinsäuberlich zusammengelegt und auf einem Felsen platziert. Das sind aber längst nicht alle offene Fragen. Peter Bergmann ist nicht ertrunken und es lassen sich keinerlei Medikamente in seinem Blut nachweisen. Woran ist er also gestorben? Alles deutet auf... Also keine Ahnung, ich kann nur mutmaßen. Vielleicht wollte er ja, wenn er die Sachen alle sorgsam wieder zusammengelegt hat und so, ne, vorher. Es hört sich alles so an, als wollte er ins Wasser raus, um da vielleicht irgendwie zu ertrinken. Ich habe keine Ahnung. Und hat vielleicht vorher einen Herzschlag gekriegt oder einen Herzkasper oder irgendwas, keine Ahnung. Auf einen plötzlichen Herzstillstand, was aufgrund seiner fortgeschrittenen Krebserkrankung und der Herzprobleme nicht völlig unwahrscheinlich ist. Doch wenn Peter Bergmann seinen Tod geplant hat, worauf sein gesamtes Handeln der letzten Tage schließen lässt, ja, find ich auch. Wie konnte er wissen, dass er genau an dem Tag zu dieser Zeit sterben würde? Niemand scheint den Kälteschock wegen Wasser, kann Unbekannten auch sein. Zu kennen. Es gibt keine Übereinstimmung mit seiner DNA und seinen Fingerabdrücken und er wird auch nirgendwo vermisst. Am 18. September 2009 wird er schließlich in einem namenlosen Grab in Sligo beerdigt. Die einzigen Gäste sind 4 Polizisten. Bis heute bleibt es ein großes Rätsel, wer Peter Bergmann war und wie er wissen konnte, wann er sterben wird. Detective Inspector Ray Maldarick von der Polizeistation Sligo Garda sagt zu dem Fall: Normalerweise haben wir es mit dem umgekehrten Fall zu tun, bei dem Menschen vermisst werden und wir sie nicht finden können. In diesem Fall ist es anders, denn wir haben eine Person, die wir nicht vollständig identifizieren können und wir können ihre Leiche nicht an ihre Angehörigen zurückgeben. Es scheint eine Absicht dahinter zu stecken. Alles, was er tat, schien einen Zweck zu haben.
Vom Zerschneiden der Etiketten an seiner Kleidung bis hin zum ganzen Rest. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum Sligo? Wenn man einen landschaftlich reizvollen Ort zum Sterben sucht, hat man an der Westküste Irlands oder sogar in Schottland die Qual der Wahl. Ja, gut, aber das ist ja müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht verbindet er irgendwas mit dem Ort oder hat er irgendwie seine erste große Liebe getroffen oder bla oder irgendwas. Kann ja sein. An irgendeinem dieser Strände oder bla. Das kann ja tausend Gründe haben. Irgendetwas muss ihn hierher geführt haben. Auch wenn wir nie sagen konnten, was es war. Der damalige Ermittler John O'Reilly rätselt bis heute, wer Peter Bergmann gewesen sein könnte. Wenn jemand stirbt, dann ist das allein schon eine furchtbare Sache. Aber warum tut man dann auch noch alles dafür, um seine Identität zu verschleiern? Dieser Mann ist nicht einfach nur nach Irland gekommen, um zu sterben. Es bleibt ungewiss, welche Absicht Peter Bergmann verfolgt hat. Sein Handeln in den Tagen vor seinem Tod wirkt jedoch äußerst durchdacht. Der Fall erinnert teilweise stark an den des Summerton-Mannes. Und wie bereits bei diesem Fall, gibt es auch im Fall Peter Bergmann die abstrusesten Theorien über seinen Tod. So glauben beispielsweise manche, dass er ein Alien war, das auf der Erde verloren gegangen ist. Oder ein Zeitreisender, der in seine Zeit zurückgekehrt ist. Andere vermuten, dass Peter Bergmann ein Spion oder ein Gangster war, der sich auf der Flucht befunden hat. Die Theorie, die am meisten Anklang findet, ist auch die, die mir selbst am realistischsten erscheint. Peter Bergmann muss von seiner schweren Krebserkrankung gewusst haben und auch, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Ja, klar. Möglicherweise litt er stark unter seinen Schmerzen und wollte nicht mehr leben, weshalb er seine Medikamente absetzte. Das würde erklären, warum man in seinem Blut keinerlei Medikamentsrückstände gefunden hat. Seine Identität könnte er verschleiert haben, um sicherzustellen, dass seine Angehörigen entweder nichts von seinem Tod erfahren oder nicht die Kosten für eine Beerdigung tragen müssen. Oder vielleicht hat er einfach keine Angehörigen. Vielleicht ja auch das, weil sonst hätte ihn niemand vermisst gemeldet. Möglicherweise hatte er nur wenige Verwandte, die finanziell nicht gut aufgestellt waren. Und seine Beerdigung kostet relativ viel Geld. Die Tatsache, dass er Briefmarken gekauft hat und diese später nicht bei seinen Sachen gefunden wurden, legt nahe, dass er mehrere Briefe verschickt hat. Vielleicht hat er seinen Angehörigen geschrieben und sie gebeten, ihn nicht als vermisst zu melden, da er anonym bleiben wollte. Weiß man denn, dass er Peter Bergmann heißt? Also er hat das beim Hotel angegeben, aber musste sich ja nicht ausweisen, oder? Weiß man, ob der wirklich Peter Bergmann heißt? Ich bin mir gerade nicht sicher, weil eigentlich die einzige Quelle war nur der Name, den er beim Hotel angegeben hat, ne? Also insofern... Kann es sein, dass er die Briefe vielleicht verschickt hat? Aber halt, naja, mit seinem richtigen Namen eventuell. Das Pseudonym Peter Bergmann könnte er gewählt haben, da es tatsächlich eine einzige Person mit diesem Namen in Wien gibt. Mhm. Ein Krimi-Buchautor. Es ist möglich, dass er schon immer ein Fan von Rätseln und Mysterien war und am Ende seines Lebens selbst zu einem solchen werden wollte. Out of it arose a collection, dicke Liebe. Okay. Doch auch diese Theorie hat Lücken. Der Fall hat auch in Deutschland und Österreich große Wellen geschlagen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass niemand den Mann kennt. Warum wird er nicht vermisst? Warum erkennen ihn nicht Bekannte, Nachbarn oder Arbeitskollegen? Selbst wenn er seine engsten Vertrauten darum gebeten hat, sich nicht zu melden, wird es doch bestimmt auch entferntere Bekannte geben, die ihn erkennen würden. Und obwohl Peter Bergmann nicht mehr lange zu leben hatte, ist es trotzdem nahezu unmöglich, so genau und gezielt seinen Tod zu planen. Wie bereits gesagt, es gibt keinerlei Hinweise, die auf einen Selbstmord, ein Ertrinken oder irgendwelche Einwirkungen von außen hindeuten. Wie konnte Peter Bergmann also genau wissen, wann er sterben würde? Vermutlich hat Peter Bergmann dieses Geheimnis, so wie er wollte, erfolgreich mit ins Grab genommen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Der Fall Peter Bergmann wurde sich mehrfach von euch gewünscht und ist meiner Meinung nach äußerst rätselhaft. Aber ein bisschen unbefriedigend, ne? Ein bisschen unbefriedigend. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie es Peter Bergmann gelungen ist, so genau abschätzen zu können, wann er sterben wird? Vielleicht ist er ins Wasser gegangen und dann wirklich Kälteschock, Herzkasper wieder raus und dann da zusammengeklappt. Könnte sein. Aber er hat noch so eine Unterhose über das Speedo drüber und ein Hemd. Vielleicht das Hemd noch, weil es doch ein bisschen frisch war an der Küste. Kann natürlich sein, ich weiß nicht genau. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit. Trotzdem, wenn er weiß, dass er irgendwie Krebs hat, wird das nicht irgendwo auch festgehalten sein?
Darf man da einfach die Akten durchgehen oder ist das ein Patientengeheimnis? Ich weiß es halt alles nicht. Warum hat man die Unterhose über der Speedo? Ja, wenn du baden gehen willst, dann hast du die Unterhose halt ganz drunter, ziehst dann die Unterhose drüber, weil du die auch brauchst, wenn du vielleicht wieder, ja, obwohl, ja, warum hat er überhaupt eine Unterhose an? Das ist halt die Frage, wenn er die eh nicht mehr braucht hinterher. Aus Gewohnheit vielleicht? Vielleicht nicht mehr drüber nachgedacht? Also eigentlich normalerweise, wenn du rauskommst, damit du halt eine Unterhose, eine trockene hast, die du anziehen kannst. Damit das Gebamsel unter Kontrolle ist. Bei ihm, glaube ich, auch etwas wichtiger. Kann sein, dass er medizinisch bewandert war und genau wusste, was er zu tun hatte. Weiß man alles nicht. Man weiß es alles nicht. Oder war es doch nur ein Zufall? Ich bin sehr gespannt auf eure Theorien in den Kommentaren. Im Fall des Summertone-Mannes konnte man erst über 70 Jahre später etwas Licht ins Dunkle bringen. Vielleicht wird es hier genauso. Falls ihr nicht mitbekommen habt, dass es letztes Jahr ein Update im Fall des Summertone-Mannes gegeben hat, schaut euch gerne das Video dazu auf meinem Zweitkanal an und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Denn sollte es im Fall Peter Bergmann irgendwann ein Update geben, werde ich euch natürlich auch auf Crime News davon berichten. Solltet ihr mich unterstützen wollen und sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Guter Plan. Das unterstützt den Kanal extrem, denn so können wir den Algorithmus etwas austricksen und das Video wird auch Leuten vorgeschlagen, die Insolito noch nicht abonniert haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen oder auf meinem Discord. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute. Ich bin nicht befriedigt. Ohne Lösung ist doof. Verdammt. Dann brauchen wir noch eins. Da muss ich mir noch einen Kaffee machen. Tja, ich meine, ich überlege halt die ganze Zeit, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, den doch irgendwie zurückzuverfolgen oder bla bla bla. Gesichtserkennung mit KI, aber das geht natürlich nur, wenn er mal irgendwann straffällig geworden ist, aber es gibt ja nichts über ihn. Schwierig. Mein Gehirn kreist die ganze Zeit um diese Frage, hätte man ihn irgendwie identifizieren können? Gäbe es irgendeine Möglichkeit, ihn zu identifizieren? Aber das geht natürlich nur, wenn er irgendwo erfasst wäre. Mit falschem Namen, nein. Ich meine jetzt nicht vom Namen her. Genau, Zähne, irgendwas, keine Ahnung. Weil ich glaube, normalerweise werden doch Opfer, die sich nicht mehr, auch die schon lange tot sind und so, wenn es Zahndokumente gibt, aber der Mann hat ja einen Goldzahn. Also im Grunde genommen, eigentlich müsste es irgendwo bei irgendeinem Zahnarzt Unterlagen geben über diesen Mann, weil das Gebiss ja quasi wie ein Fingerabdruck ist. Wenn ich mich recht entsinne. Aber wie genau man das rausfindet, wie genau man das findet, weiß ich nicht genau. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Deswegen ein anderes Land, weil man den Zahnarzt nicht findet. Ich meine, er hätte deutsche Produkte dabei. Vielleicht war es auch ein Schweizer, man weiß es nicht genau. Hat Österreich angegeben, kein Plan. Vielleicht ist er von Österreich durch Deutschland auf dem Weg dahin und so mit Bussen. Keine Ahnung. Die andere Frage ist, muss man ihn identifizieren? Ja, wenn es Rätsel gibt, muss man die lösen. Na klar, dafür sind die ja da. Hat ihm nicht eine Niere gefehlt? Das auch noch. Ja, das kommt auch noch dazu. Aber welches Krankenhaus, in welcher Stadt, in welchem Land, weiß man halt alles nicht. Er war bestimmt ziemlich einflussreich, hat alles im Vorfeld schon geklärt. Ob der einflussreich war, weiß man halt einfach gar nicht. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nichts, das sind ja nur Mutmaßungen. Der Fall ist so spekulativ, die Lösung werden wir nicht finden. Ja, das stimmt. Vielleicht war er auch Amerikaner, aber er hatte einen deutschen Akzent, der kann natürlich auch gefaked sein. Kann natürlich auch absolut sein. Okay, das war Insolito. Ich schicke euch einen Link raus. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und schaut auch die anderen Videos auf dem Channel. Ich glaube, es lohnt sich. Ein Channel voll mit True Crime. Ein wahres Buffet an True Crime. Macht mich fertig, der Peter Bergmann. Ich würde gerne wissen, wer da ist. Oder war. Ich weiß nicht, warum. Ich würde es aber nur gerne wissen. Ich schicke euch einen Link raus. Wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Ciao mit V. Tschüss.